Natürlich ist es so, dass dem BVB in der Vergangenheit das Stigma anhaftete, eben Nazi-Verein zu sein, beziehungsweise dass sich ja, Rechtsradikale im Umfeld des BVB sehr wohl gefühlt haben. Für uns ist es grundsätzlich sehr wichtig, dass Alemannia Aachen ein Verein ist, der allen Menschen zugänglich ist und wo sich alle Menschen, egal wo sie herkommen, wen sie lieben, welche Religion sie angehören, wohlfühlen können. Also in den Jahren seit von 2000 bis 2010 war offener Rechtsextremismus im Stadion immer weniger zu sehen. In den letzten Jahren jedoch traten Neonazis wieder vermehrt auf den Plan und beschworen einen gewaltvollen, sehr bedrohlichen Konflikt mit antidiskriminierenden Fans herauf. Wohin solche Konflikte führen können, sieht man auch an einem aktuellen Beispiel aus Schweden, wo ein Aktivist aus der Fanszene in Malmö für sein Engagement gegen Diskriminierung durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fußball ist mit Abstand die beliebteste Sportart. Es treffen sich Menschen aus allen Milieus im Stadion. Trotzdem würde ich sagen, der Fußball ist nicht das Spiegelbild der Gesellschaft, sondern eher ein Vergrößerungsglas, weil wir ein besonderes Setting haben. Fans, Spieler stehen sich gegenüber, wollen sich voneinander abgrenzen, sehr männlichkeitsbetont, eine Gruppendynamik, in der die Meinung von wenigen auf viele übertragen werden kann. Und dieses Fundament, dieses Klima kann anschlussfähig sein für Neonazis, für Rechtsextreme gleichzeitig, und das ist gut, gibt es sozusagen eine Gegenbewegung, antidiskriminierende Fans, die für Toleranz werben im Stadion. Uns geht es als Fans bei unserem Engagement gegen Diskriminierung im Stadion eben nicht darum, eine Debatte zwischen rechts und links zu polarisieren, sondern wir wollen eigentlich nur gesellschaftliche Mindeststandards durchsetzen. Wir wollen, dass niemand sich im Stadion wegen seiner sexuellen Orientierung oder Geschlecht oder seiner Herkunft diskriminiert fühlt. Und es kann eigentlich nicht sein, dass Fans für dieses Engagement angefeindet werden. Ultras sind derzeit die größte Jugendbewegung in Deutschland und haben zugleich Antirassismus im Stadion thematisiert. Im Gegenzug muss man sagen, dass Rechtsextreme Angst haben, dass ihnen das Rekrutierungsbecken Stadion abhanden kommt, weil Rechtsextreme in ihrer Strategie ganz zentral versuchen, in den Erlebniswelten von Jugendlichen anzusetzen, wo Fußball eine sehr große Rolle spielt. Dass antidiskriminierende Fußballfans an den Rand gedrängt werden, gibt es in vielen Stadien. In Aachen, in Duisburg, in Braunschweig, in Rostock, in Mönchengladbach, in Dresden, in Dortmund. Negativ aufgefallen und auch symbolhaft für die deutsche Fanszene ist das Beispiel Aachen. Eine engagierte Gruppe hat sich gegen rechts positioniert, wurde aber von der Stadt, wurde vom Verein und von der Zivilgesellschaft nicht gestärkt in ihrem Engagement. So ist ein Vakuum entstanden, ein Vakuum, das die Aachen Ultras als Nestbeschmutzer hat darstellen lassen und das Neonazis und NPD-Kader wiederum für sich nutzen konnten. Das hat angefangen mit Ansagen, mit Hübeleien und ist dann immer weiter gegangen, woraufhin wir beim Heimspiel, das war gegen Erzgebirge Aue, während das Spiel lief, von Alt-Hooligans in unserem eigenen Block angegriffen wurden. Ein Ordner wurde dabei schwer verletzt und musste mehrfach operiert werden. Es war für uns der Zeitpunkt, wo wirklich erkannt war, die Situation wird weiter eskalieren. An vielen Orten passiert im Grunde dasselbe und wir beobachten fast überall dieselben Eskalationsstufen. Es beginnt mit Pöbeleien vor dem Stadion, wo Leuten gesagt wird, dass ihr Transparent nicht aufgehangen werden darf. Dann geht es weiter über soziale Medien, wo über Facebook und Twitter bedrohliche Nachrichten verschickt werden. Als nächstes werden Gruppen täglich vor dem Stadion angegriffen und als letztes auch im Stadion selber verprügelt. Und diese Eskalationsstufen können bis dahin reichen, dass Menschen zu Hause besucht werden und dass ihnen dort körperliche Gewalt widerfährt. In der Winterpause gab es dann weitere Vorfälle, so auch beim Auswärtsspiel in Saarbrücken. Ist die Karlsbande mit ca. 120 Personen dann aus dem Block gekommen. Und wir wurden quasi mit all unseren Leuten einen Weg vom Gästeblock hinunter zur Straße runtergetrieben. Und es war 5 bis 10 Minuten pure Gewalteskalation. Einer der härtesten Eskalationspunkte, die in das Allerpersönlichste eines Mitglieds unserer Gruppe eingedrungen sind, war ein sogenannter Hausbesuch. Ebenfalls in dieser Winterpause sind 3 Personen in die Wohnung eines Mitglieds von uns eingedrungen und haben ihn, der noch schlafend im Bett lag, zusammengeschlagen und einen Schal geklaut, was uns auch ganz klar Anlass dazu gibt, dass wir wissen, aus welchem Spektrum die Leute kamen. Aus weiterer Angst wurde dort keine Anzeige erstattet.
In Aachen sind die Aachen-Ultras nicht mehr im Stadion und da haben quasi die Rechten gewonnen. In Braunschweig hat der Verein das Heft des Handelns in die Hand genommen sogar und hat Ultras Braunschweig aus dem Stadion verbannt bzw. mit Auftrittsverbot belegt. In Düsseldorf und Duisburg gibt es ähnliche Konfliktherde mit Fans, die sich gegen Diskriminierung engagieren und rechtsoffenen bis rechten Gruppierungen innerhalb der Fanszene. Dort kann man nur hoffen, dass die Vereine nicht mit denselben Verleugnungsmechanismen reagieren und die politische Komponente ignorieren. Diese Konflikte schwelen bei vielen Bundesliga-Vereinen über die gesamte Republik verteilt. Doch auf lokaler Ebene werden die politische Brisanz und die politische Dimension des Ganzen oftmals unterschätzt. Das betrifft sowohl Medien als auch Vereine und Politik. Es geht hierbei nicht nur um strafrechtlich relevante Dinge wie das Zeigen eines Hitlergrußes, sondern um Diskriminierung in all ihren Facetten. Das beste Gegenmittel ist eine Fankultur, die für all diese Themen sensibilisiert ist und aus sich heraus dagegen arbeitet. Das Allerwichtigste ist auch ein klares Bekenntnis des Vereins, denn der Verein ist sozusagen die heilige Kuh für alle Fans. Das, was der Verein vorgibt, das wird auch von vielen übernommen und mitgelebt. Und wenn der Verein klare Kante gegen Rechts und gegen Diskriminierung zeigt, dann wird das auch übernommen. Die Fußballvereine verdrängen das Problem Rechtsextremismus. Sie lassen es unerwähnt, weil sie glauben, dadurch eben ihr Fußballmodell, ihr Geschäftsmodell in Misskredit zu bringen. Dabei könnten Sie das ja auch in Ihr Sozialmarketing einfließen lassen. Es gibt Fußballvereine, das sind die bekanntesten Instanzen in ihren Regionen. So wie Borussia Dortmund. Die haben einen zweistelligen Millionenetat und die haben erst nach Jahrzehnten überhaupt darauf reagiert, dass sie ein Problem haben mit Neonazis und Rechtsextremen. Ich glaube, ein Problem in der Vergangenheit war einfach, dass es immer wieder einzelne Vorfälle gab, die auch einzeln betrachtet wurde. Hinzu kam einfach eine ganz große Angst, mit einem Stigma belegt zu werden. BVB ist ein Nazi-Verein und deshalb hat es eben auch länger gedauert, bis man sich mit diesem Thema wirklich intensiv beschäftigt hat und bis man eben auch die gesamte Tragweite des Problems begriffen hat. Es gibt natürlich weiterhin trotz des Konzeptes und der Arbeit immer wieder Vorfälle auch im Umfeld des BVB. Und seitdem wir da eben aktiver aufklären, werden uns auch immer mehr Vorfälle gemeldet. Und dann ist für uns eben sehr wichtig, dass dann vom Ordnungsdienst über den Sicherheitsbeauftragten bis zum Mitarbeiter im Fanshop oder im Verein eben jeder Bescheid weiß, was steckt dahinter und wie gehen wir in den Fällen um und wie konsequent können wir das Ganze eben verfolgen. Fußballvereine, Verbände und Polizei haben das Thema Diskriminierung im Stadion oder Nazis in der Kurve auch lange Zeit ignoriert. In Dortmund und Bremen gibt es gute Ansätze, auch im europäischen Vergleich. Allerdings ist es auch wichtig, nachhaltige Arbeit zu leisten. Also rote Karte-Aktionen gegen Rassismus als werbewirksame Einmalaktionen helfen halt nicht, ein Problem mit Nazis in der Kurve zu lösen. Wir haben im Rechtsextremismus einen wiederkehrenden Aktionismus. Vereine, Fans, Staatsschutz, Polizei reden oft aneinander vorbei. Es werden Arbeitskreise gegründet, obwohl die letzten noch gar nicht abgewickelt waren. Und gerade von Verfassungsschutz und von der Polizei wäre eine höhere Sensibilität wünschenswert. Wir haben in unseren Auseinandersetzungen oder Diskussionen mit Polizei erlebt oder erleben müssen leider, dass es da eine erschreckende Unkenntnis gibt. Es muss auch darum gehen, Polizei zu schulen und eine Sensibilität zum Thema Diskriminierung beizubringen. Es waren eigentlich in Deutschland die Fans, die das Thema auf die Agenda gebracht haben und dank denen gibt es ganz viele Aktionen heute. Aber genau dieses Engagement dieser Fans ist heute wieder bedroht. Gerade wenn man über den eigenen Tellerrand hinausblickt und sich die bundesdeutsche Situation anschaut, bekommt man echt fast das Kotzen. Mittlerweile haben fast alle größeren Vereine ähnliche Probleme in verschiedensten Formen. Mal sind die Gruppen größer, mal kleiner, die bedroht werden. Aber in sehr vielen Vereinen gibt es progressive, antidiskriminierende Ultragruppen, die einen sehr schweren Stand haben und ähnlich verfolgt werden wie wir. Das macht mich einfach nur traurig und wütend. Und da wünsche ich mir, dass DFB und DFL endlich einschreiten, um die ganze Sache noch zu stoppen.